Ja, hallo zusammen, ich darf Sie nochmal von meiner Seite begrüßen. Ich bin Marco Pochert, arbeite am Bundesamt für Strahlenschutz im Bereich Koordination Notfallschutzsysteme und würde gerne näher bringen, wie wir GeoNetwork neben der Metadatenverwaltung es auch als Konfigurationsoberfläche für unser Geoportal bzw. WebGIS verwenden. Zur Gliederung des Vortrags. Zunächst möchte ich auf die Aufgaben des BFS eingehen. Einfach den Kontext zu verstehen, was ist wichtig bei dem Geoportal. Dann will ich die IMES Neuentwicklung näher bringen. IMES steht für Integriertes Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität. Dann zeige ich kurz das BFS Geoportal, wie schaut es überhaupt aus, was ist wichtig bei dem Geoportal. Und dann der Dreh- und Angelpunkt des Vortrags und dieses Vorgehens ist unser Schema, das XML-Schema, das wir erweitert haben. Und an einem Anwendungsbeispiel möchte ich das dann noch erläutern. Genau, was macht das BFS überhaupt? Also das BFS kümmert sich um die oder überwacht die ionisierenden und nicht ionisierenden Strahlen in der Umwelt zum Schutz vor diesen Strahlen für Mensch und Umwelt. Und dies ist auch in dem Strahlenschutzgesetz festgelegt, was nochmal aktualisiert wurde im 1. Oktober 2017 und nochmal spezifiziert wurde. Zum einen umfasst es der Schutz vor schädlicher Strahlung, Medizin und Schutz vor Radon in Wohnungen. Dann ist ein wichtiger Punkt die Vorsorge im Notfall und die Einrichtung eines radiologischen Lagezentrums im Falle des Falles. Und da ist natürlich, kommt dazu, die Radioaktivität in der Umwelt kontinuierlich zu überwachen. Genau, und letztendlich dann eben die Umwelt vor Kontamination zu schützen und eben den Menschen vor Strahlenexposition. Was sind die Aufgaben des Bundes? Zum einen die großräumige Ermittlung der Radioaktivität in verschiedenen Medien. Da kommen zum einen die 1800 Sonden, die über Deutschland verteilt sind. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dann kommen mobile Messdaten hinzu, die von Messfahrzeugen ermittelt werden oder auch von Hubschraubern. Des Weiteren kommen Labordaten hinzu, die von Nahrungsmitteln oder Futtermitteln genommen werden, aber auch von Gewässern und ja, anderen Medien. Was dann wichtig ist, die ganzen Daten zusammenzufassen und dann auch Dokumente zu erstellen und in einem Dokumentenmanagementsystem bereitzustellen. Und eine weitere Aufgabe ist eben die Entwicklung und der Betrieb von Entscheidungshilfesystemen. Das zugehörige Informationssystem, das ich vorhin schon mal erwähnt habe, ist dann eben IMES, das integrierte Mess- und Informationssystem für die Überwachung der Umweltradioaktivität. IMES sieht im Detail so aus, dass es hat mehrere Ebenen. Zum einen die Messung, was ich eben schon erwähnt habe, die mobilen Daten, das Bundesmessnetz mit den ca. 1800 Sonden und die Messlabore der Länder. Hinzu kommen dann noch Prognosen, das nennt sich RODOS, die eben Entscheidungshilfe geben und Modelle berechnen. Und das Ganze wird dann zentral zusammengefasst beim BFS und das BFS stellt dann wiederum Dokumente und Informationen an die Entscheidungsebene rüber. Also in dem Fall das BMUB, neuerdings ist jetzt das BMU ganz aktuell und eben auch an die Leitstellen. Genau, die IMES-Neuentwicklung, also IMES 2, was bisher noch im Einsatz ist, ist ein proprietäres monolithisches System. Und das war ja letztendlich ein Java-Block. Und das ist einfach veraltet und sehr kostenaufwendig. Und dann hat man sich entschieden, zum einen auf eine komponentenorientierte Architektur, die basiert auf Open-Source-Software. Das heißt, wo es Komponenten bereits gibt, die wir verwenden können, beispielsweise GeoNetwork oder auch den Geo-Server, dann setzen wir die ein. Und wenn es nichts gibt in dem Bereich, was wir brauchen, dann entwickeln wir das bzw. lassen das in Zusammenarbeit mit unseren Dienstleistern entwickeln, die hier auch an der Konferenz vertreten sind. Und das Entscheidende ist, dass
die nicht nur uns hingehend unterstützen, zu entwickeln, sondern auch in Workshops uns den Quellcode näher bringen, dass wir dann auch die Weiterentwicklung in die Hand nehmen können. Und das Ganze, was wir entwickeln, wird dann auch auf GitHub unter freier Lizenz veröffentlicht. Genau, das ist jetzt mal ein Auszug aus dem BFS-Geoportal. Also rechts sieht man, was wir einsetzen auf Frontend GeoXT und Basics, was auf XJS basiert, OpenLayers 4, D3JS, was für unsere Zeitdiagramme und Balkendiagramme verwendet wird. Und als Backend eben GeoServer, MapCache, MapServer für die OpenStreetMap-Daten und GeoNetwork für unsere Applikationsparameter, aber auch natürlich die Metadaten. Backend 2 ist dann noch Map für Sprint, um eben die Dokumente zu erzeugen, die dann letztendlich in dem Dokumentenmanagementsystem landen. Die Folie soll auch zeigen, dass wir viele verschiedene Visualisierungsformen benötigen. Zum einen links oben sieht man ein Diagramm, das aber letztendlich ein HTML-Snippet ist, was direkt vom DWD kommt. Des Weiteren haben wir unten links ein Zeitdiagramm, was die Ortsdosisleistung zeigt. Ein Balkendiagramm ist entscheidend, beispielsweise wenn man Proben von Nahrungsmitteln nimmt, dann wollen wir uns anzeigen lassen, eben die nukleidspezifischen Werte, die in diesem Nahrungsmittel stecken. Und auch eine tabellarische Form ist durchaus wichtig, in der ich dann auch sortieren kann und so weiter. Also ja, das Entscheidende sind eben, wir brauchen viele verschiedene Visualisierungsformen, um möglichst die Informationen zu bekommen, die wir brauchen. Das ist nochmal die Zusammenfassung von dem, was ich gerade gesagt habe. Und das Geoportal ist eben das erste produktive Ergebnis aus der IMIS 3-Entwicklung. Das ist seit Anfang, Mitte letzten Jahres online unter imis.bfs.de/geoportal. Genau, die Analyse komplexer Umweltmessdaten ist entscheidend, diverse Visualisierungsformen. Und die Daten haben auch eine hohe Dynamik. Also das heißt, die werden kontinuierlich aktualisiert. Und was noch entscheidend ist, dass wir eben an das Geodatenzugangsgesetz gebunden sind und das als Umsetzung der Inspire-Richtlinie und dementsprechend die Schemas und Normen verwenden von Inspire. Und für diese Schemas bietet sich GeoNetwork an. Das ist in dem Sinne da prädestiniert dafür. Es ist eine Open-Source-Software. Man kann internationale offene Standards verwenden. Und Erweiterung eigener Schemas ist auch kein Problem. Und was für uns noch wichtig war, dass es eben ein Rechte-Management mit sich bringt. Zum Beispiel Shibboleth. Des Weiteren hat es eine API und somit also eine REST-API, in dem ich den GeoNetwork ansprechen kann. Genau, das ist das, also ISO 19139 XML-Schema kommt von Inspire und das haben wir eben erweitert und das ist auch der entscheidende Punkt des Vorgehens. Oben sieht man Beispiele von ISO 19139. Und unten ist eben die Erweiterung, die Layer-Informationen. Die sehen dann im Detail wie folgt aus. Zum einen haben wir Layer-Type, in dem WMS-Informationen gespeichert sind, WFS-Informationen, dann verschiedene Filter. Wir brauchen Zeit- und Wertefilter, um eben die Daten auch sinnvoll ja, zu visualisieren, um eben keinen Overflow zu haben. Dann Geometrieeigenschaften, wo zum Beispiel gespeichert ist, ob ein Punkt hoverable ist oder nicht. Also wenn ich drüber gehe, poppt dann was auf oder nicht, beispielsweise. Dann Zeitreihen-Eigenschaften, in dem eben zum Beispiel die X- und Y-Achse definiert wird und Balkendiagramm-Konfigurationen. Genau, wenn es dann implementiert ist in GeoNetwork, kann man sich das im Editor so anzeigen lassen. Also das ist jetzt ein Beispiel für die Zeitreihen. Da gibt es dann immer ein Namensfeld, was quasi der Name der Variable ist und den Wert.
in dem Fall ShapeType, Line, das könnte ich jetzt ändern in Punkte oder Spline zum Beispiel. Das Geoportal selbst, wenn das initial geladen wird, fragt es erstmal eine JSON-Datei ab und in der ist lediglich der Layer-Name und die UUID von GeoNetwork gespeichert. Mehr kennt das Geoportal initial nicht. Und die Layer-Namen erscheinen in einem Layer-Tree, in einem Auswahlmenü links oben. Und wenn ich dann zum Beispiel ODL eine Stunde auswähle, also die Ortsdosisleistung über eine Stunde, dann wird eine HTTP-GET-Anfrage an GeoNetwork gestellt, was wiederum mit einem JSON, was die Metadaten beinhaltet, antwortet. Und die Anwendung selbst zieht sich dann die entsprechenden Parameter raus. In diesem Fall sind es die Zeit- und Wertefilter. Das heißt, was hat der Layer überhaupt für Filter hinterlegt? In dem Fall haben wir einen Zeitpunkt und es sind Stundenwerte und man sieht auch schon, dass die Minuten ausgegraut sind. Also genau. Des Weiteren gibt es dann noch einen Wertefilter und da kann man dann auch konfigurieren, ob eine Mehrfachauswahl möglich ist. Und in dem Fall ist es möglich. Und wenn ich dann den Layer hinzufüge, dann wird eine WMS-GetMap-Anfrage gestellt und der Layer wird in die Anwendung geladen mit den entsprechenden Eigenschaften, die in GeoNetwork hinterlegt sind. Das sind wieder die Zeit- und Wertefilter, die der Nutzer ausgewählt hat in dem Fenster zuvor, die WMS-Information und die Geometrie-Eigenschaften, wie zum Beispiel, ist der Punkt horrible oder nicht, poppt was auf, wenn was aufpoppt, wie soll das aussehen? Und all diese Informationen sind in GeoNetwork hinterlegt. Wenn ich dann auf einen Punkt klicke, dann wird eine WFS-GET-Feature-Anfrage gestellt und die Parameter aus den Metadaten, in dem Fall die Zeitreihenkonfiguration, sind dann entscheidend, um die Zeitreihe eben zu erstellen. Da ist dann die X- und Y-Achse hinterlegt, die Beschriftung und was auch entscheidend ist, die Min- und Max-Werte. Das ist so ein typischer Punkt, den ich eben vorher nicht weiß. Das ist sehr datengetrieben und das kann die Anwendung auch nicht wissen und entsprechend, wenn die Werte steigen, dann habe ich eben die Möglichkeit, in GeoNetwork zu gehen und die Min- und Max-Werte anzupassen, um dann wiederum eine sinnvolle Visualisierung zu haben. Genau, dann bin ich auch schon beim Zukunftsausblick. Also was wir noch vorhaben ist, oder was wir auf jeden Fall umsetzen müssen, ist die Mehrsprachigkeit der Metadaten. Da hat sich auch in der letzten Version von GeoNetwork einiges getan. Und im Kleinen selber wollen wir Geoprocessing-Tools vorantreiben, entweder JSTS oder TurfJS, das sind wir noch am Überlegen. Dann WSFT für Vektordaten, um die live zu editieren. Das wird ein wichtiger Punkt sein. Und entsprechend dann auch das Styling der Vektordaten. Und Routing mit No-Go-Areas, das wird auch sehr wichtig und ein spannendes Feld. Und die animierte Darstellung, um eben auch die raumzeitliche Komponente gut visualisieren zu können. Genau, wie bereits erwähnt, wird der Quellcode, der von uns entwickelt wird, auf GitHub veröffentlicht unter OpenBFS. Und ja, da kann man gerne mal reinschauen. Vielleicht findet man ja das eine oder andere für sich oder für sein Projekt. Und damit wäre ich dann schon am Ende. Bin für Fragen offen. Danke. Danke erstmal für den schönen, kompakten Vortrag. Gibt es denn Fragen soweit? Ja? Auf der letzten Folie fiel der Begriff No-Go-Area. Was hat man sich hier darunter vorzustellen?
Da kann ich letztendlich, also das Ziel ist, dass ich letztendlich ein Polygon auswählen kann von einem Gebiet, das eben ja nicht befahren werden sollte, weil es eventuell kontaminiert ist. Und dann wird eben eine neue Route berechnet, dass ich eben dieses umfahren kann. Und das ist für uns, für die Messfahrzeuge ist es wichtig, um zum Ziel zu gelangen, aber möglichst nicht durch ein kontaminiertes Gebiet zu fahren. Okay. Ja. Noch eine weitere Frage? Ja, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage, ein bisschen eine ganz naive Frage. Ich bin nicht so vertraut mit GeoNetwork. Würde mich so ein paar Worte, um mir das besser vorzustellen, was genau das tut, wäre super. Also ja, es ist ein Katalogdienst, in dem ich Metadaten hinterlegen kann, eben nach Standards und nach Schemas und kann da auch eben die Metadaten konfigurieren in einem Editor und muss eben nicht am XML rumbasteln und es ist eben über REST-API ansprechbar. Und somit gut in WebGIS-Anwendungen integrierbar.